Aus Sicht des Intraday-Händlers sieht die Situation gar nicht so schlecht aus. Zumindest mal bei den Indizes in Amerika haben wir die jüngste starke Bewegung eigentlich eher nach oben gehabt. Wir sehen das hier im 5-Minuten-Chart. Ich mache das mal ein bisschen groß. Das ist das Tief gewesen am 14. Oktober, also noch vor dem Wochenende. Seitdem ist der Kurs recht steil nach oben gekommen. Zwischendurch mal kleinere Päuschen, aber an sich sehr steil nach oben. Und seitdem sind wir in einer, wenn auch seitwärts aussehenden, aber streng genommen, wenn wir das mal so halbwegs richtig zeichnen, vom höchsten Punkt ausgehend, dann doch immerhin im Wesentlichen und wenn auch ganz dezenten, abwärts gerichteten Bewegung, die sich angeschlossen hat. Das sieht also danach aus, dass diese Bewegung, die wir hier haben, die starke, die dynamische Bewegung ist und das vorläufig eine Pause ist. Das lässt hoffen, dass wir vielleicht, wenn wir wirklich noch tiefer gehen sollten, nicht mehr so arg viel Potenzial nach unten haben. Zumindest mal eine grobe Orientierung. Das ist beim Future ungefähr bei 3690. Das muss nicht ganz so exakt sein hier beispielsweise, aber irgendwie was in dieser Richtung wäre als Unterstützung gar nicht so schlecht. Wir können mal gucken vom Tiefpunkt hier bis zum Hochpunkt da. Dann sehen wir noch ein paar Fibonacci-Linien, die ebenfalls zumindest eine Orientierung geben. Bitte, bitte tut euch, ich bin Fan von Fibonacci, selber den Gefallen, nicht sagen, an der Stelle dreht der Kurs, da liegt eine Linie. Das ist doch grober Unfug. Oder hier liegt eine Linie. Aber es zeigt uns, dass der aktuelle Rücksetzer, den wir haben, im Verhältnis, also dieser Anstieg und das Verhältnis der Gegenbewegung in einem noch sehr typischen Rahmen für eine Korrektur ist. Das heißt, wir sind nicht zu klein, wir sind nicht zu groß. Also auch das Ei, was ich hier gelegt habe, lassen wir das mal so liegen hier im buchstäblichen Sinne. Das deutet darauf hin, dass das ein ganz normaler Rücksetzer wäre und echte Chancen für nach oben hat. Wie soll man das Ganze also handeln? Naja, wir sollten mal gucken, ob wir irgendwo einen sinnvollen Einstieg finden. Wenn ich ehrlich bin, ist das schon eine gute Geschichte. Boah, zumindest haben wir schon mal einen ersten starken Anstieg. Ihr wisst, was ich gerne habe, ist dann von mir aus im Kleinen. Ihr seht, was ich hier gezeichnet habe, ist das Gleiche, was wir hier haben, in Klein. Das ist jetzt leider nicht so, dass es immer in jedem Chart gleichmäßig schön und gut zu erkennen ist. Aber es ist zumindest mal grob wiedererkennbar. Und das ist so die Chance, die ich dahinter sehe. Wann immer wir irgendwie so etwas sehen in dieser Geschichte, egal ob im ganz Großen, ob wir das hier in irgendwie kleinen Bewegungen oder ganz kleinen Bewegungen haben, bietet uns das die Chance, da Einstiege gegebenenfalls für die Long-Seite zu finden. Also ihr seht, ich argumentiere im Moment viel für die Long-Seite. Das liegt eben an diesen starken Bewegungen nach oben. Und dass diese Abwärtsbewegung, selbst wenn ihr sagt, aber das ist doch eine relativ deutliche Abwärtsbewegung, ja, aber die ist dreiwellig. Dreiwellig ist Gegenbewegung. Oder dieses hier gehört noch mit dazu, dass er nochmal tiefer geht, aber dann ist die Abwärtsbewegung überschneidend. Diese Bewegung und diese überschneiden sich. Beide sind Szenarien für die Abwärtsseite. Das heißt, mich stört nicht mal, wenn er nochmal tiefer geht. Ihr denkt an das, was ich eben gemalt habe. Denkt an das Ei. Das würde meine bullische Ausrichtung noch nicht stören. Also, egal, ob er nochmal diesen Umweg macht und dann nach oben geht oder ob ihr in den nächsten Minuten, wahrscheinlich ist das Video zu spät bei euch, aber irgendwie sowas in dieser Richtung macht und dann hier triggert, alles sind Szenarien, die realistische Chancen haben, dass der Kurs doch nochmal nach oben geht. Ja, was ist, wenn du falsch bist? Das ist natürlich dann tragisch für die Persönlichkeit, aber an sich ist es nicht schlimm, denn dann werden wir wahrscheinlich nicht getriggert. Was heißt das? Naja, wenn der Kurs jetzt hier nach unten wegbricht, durchstößt er ja nicht die Zwischenhochs oder diese Zwischenhochs hier. Im Moment ist das der letzte tiefste, das der vorletzte tiefste, wäre ein möglicher Trigger. Gegebenenfalls auch diese beiden Tiefs wäre das ein Trigger, den finde ich nur sehr hoch. Muss man sich überlegen, ob man vielleicht etwas aggressiver sogar schon hier reinkommt. Wenn der Kurs jetzt nochmal ein bisschen tiefer geht, also von mir aus bis dahin, dann ist hier das letzte Tief, da das vorletzte Tief und wäre hier ein Trigger. Fällt der Markt wirklich weiter? Das kann passieren. Dann habe ich zwar völlig daneben gelegen von der Idee, aber ist egal. Ja, können alle mit Eiern werfen, aber Geld muss man deshalb nicht verlieren, weil wir triggern an der Stelle ja nicht.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich gibt es Situationen, wo man trotzdem getriggert wird und der Kurs dann sagt, na, 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 und umdreht. Aber die Chance, dass man dann eben trotz der Fehleinschätzung gar nicht mal in den Markt kommt, ist relativ groß, also man nicht darunter leiden muss. Und das ist eigentlich das Schönste, wenn man sagen kann, ja, okay, nicht gut, nicht optimal, aber auch nicht schlimm, wenn wir ehrlich sind, weil wir sind hier gar nicht reingekommen in den Markt. Das grundsätzliche Bild ist natürlich beim Dow Jones ziemlich ähnlich. Ihr seht das hier, den Schub, den wir hier haben, die mögliche Abwärtskorrektur, die wir hier haben. Es ist nun mal eine Abwärtsbewegung. Ihr seht, wir haben nach wie vor noch Potenzial, noch mal ein bisschen tiefer zu gehen. Wer sich jetzt wünscht, ja, wie viel tiefer? Naja, gut, ich kann es euch noch mal einmal aufzeichnen. Aber eigentlich ist es etwas, das kann jeder mit bloßem Auge im Prinzip ungefähr einschätzen. Wenn ihr hier vorne irgendwie eine Abwärtsbewegung habt, dann sollte das hier, wo auch immer dann der Kurs da nochmal hingeht, ähnlich sein. Und malt gerne nochmal so ein Fibonacci da dran. Immer dann, wenn wir mehrere Marken, jetzt muss man es allerdings auch treffen, wenn man mehrere Marken auf ähnlicher Höhe hat, das muss jetzt nicht exakt der gleiche Höhe sein, aber irgendwie sowas hier, so diese Zone, erinnert euch, da würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn der Kurs hier, falls er nochmal dahin geht, tatsächlich dann den Abpraller schafft. Also ihr seht, ich bin gar nicht so richtig glücklich mit der Aufwärtsseite jetzt schon. Das liegt einfach daran, dass diese jüngste Aufwärtsseite, die wir jetzt hier heute Nachmittag hatten, mir zu viel Überschneidung hat. Finde ich nicht so gut. Das heißt, meine Erwartungshaltung ist eigentlich eher, dass wir nochmal einmal mehr Anlauf nehmen und anschließend nach oben gehen. Ob das so kommt, das wäre Wahrsagerei, kann ich leider nicht. Aber wenn der Markt hier unten hinkommt, sehe ich, dass viele Marktteilnehmer ernsthaft drüber nachdenken, an der Stelle vielleicht die Richtung wieder zu wechseln. Das wäre durchaus ein statistisch sehr typisches Bild. Gleiches gilt natürlich für den Nasdaq im Wesentlichen auch. Deshalb gehe ich das mit euch hier nicht nochmal durch. Beim DAX ist es nicht ganz so deutlich, was das angeht. Auch hier haben wir zwar einen deutlichen Anstieg, aber wenn ich ehrlich bin, noch lieber wäre es mir, wenn wir die 12.000, was haben wir ungefähr, die 12.650 nicht mehr so stark durchstoßen, damit wir möglichst wenig Überschneidungen mit den Korrekturen bzw. den Trendbewegungen hier haben. Aber im Moment würde ich da das Augenmerk natürlich am Nachmittag eher auf den Dow Jones werfen. Denn, und auf den S&P und den Nasdaq werfen. Dann machen wir uns nichts vor. Auch für den DAX wird die Bewegung hier festgelegt. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.